Ja, Real Madrid aktuell in bester Verfassung, für viele Tore gut vorne, hinten auch sehr sicher. Was für ein Spiel, was für einen Gegner erwarten Sie morgen Abend? Frage war an wen? Para quien la pregunta? Für Sie. Ja, Real gehört sicherlich im Moment zu den besten Mannschaften der Welt. Ich würde vielleicht sagen, hinter Bayern München die zweitbeste Mannschaft. Sie haben auf jeder Position außergewöhnliche Spieler und deshalb wird es sicherlich kein einfaches Spiel für uns, aber wir sind hier zu Hause. Entscheidend ist, dass wir mutig sind, dass wir uns nicht verstecken, dass wir mit Mut Fußball spielen. Und ich habe es immer wieder gesagt, um das Spiel zu bestehen, müssen wir in jeder Mannschaft oder auf jeder Position die Spieler an 100% hinbekommen, um, ich nenne es so ein kleines Wunder, dann vollbringen zu können. Sí, para mí el Real Madrid forma parte de uno de los mejores equipos del mundo. Diría, de momento, es el segundo equipo quizá detrás del Bayern Múnich, que en cada puesto el Real Madrid tiene jugadores excepcionales y está clarísimo que no será nada fácil para nosotros mañana, pero sin embargo jugamos en casa y el equipo pues tiene que tener ánimo, jugar con coraje. Y está claro que para rivalizar con un equipo de ese tamaño, pues todos los jugadores en cada puesto tienen que estar al 100%. Y solo así tenemos una opción para hacer lo que yo llamaría un pequeño milagro. Nächste Frage war hier. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Juntelar. No sé si será posible que nos pueda contestar en español. Te enfrentas a tu ex equipo, al Real Madrid. ¿Tienes ganas de demostrar a los aficionados madridistas el buen delantero que dejó en un momento dado marchar el equipo blanco? Eine Frage vielleicht für Klaas-Jan Huntelaar. Vielleicht kann auf Spanisch antworten. Morgen geht es dann gegen dein Ex-Team Real Madrid. Hast du vielleicht Lust, den spanischen Fans zu zeigen, welch guter Stürmer du bist, der ja selber vor Jahren bei Real unter Vertrag standest? Ja, ich habe jedes Spiel Lust zu zeigen, was man kann, als Mannschaft und auch selber. Ich beantworte die Frage auf Deutsch, weil ich bin jetzt in Deutschland, alle können das verstehen. Und mein Spanisch ist nicht so gut, dass ich das genau sagen kann. Aber ja, was ich gesagt habe, ich will das immer versuchen, jedes Spiel, jedes Kampf und dieses Spiel genauso. Pues en cada partido se quiere estar a tope, tanto colectiva como individualmente. Si permite, contestaré en alemán, porque es el idioma que aquí todos entienden y también me cuesta menos contestar en alemán respecto a mi español. En cada partido uno quiere estar al 100%, luchar y mañana será igual. Pues. ¿Das ist die nächste Frage? Santana, quería saber cómo afronta el Schalke que Cristiano Ronaldo va a volver a jugar después de dos semanas por una sanción en España y si eso encima le va a suponer tener más ganas y si le considera el mejor jugador del mundo. Buenas tardes. Claro que... Stop, lass mal übersetzen. Ja, Frage an Felipe Santana. Achso. Morgen... Stefan, das Mikro, kurz noch. Trifft Schalke 04 auf Cristiano Ronaldo. Er hat ja zwei Wochen lang wegen einer Sperre in der spanischen Liga gefehlt. Hast du Lust, es morgen mit ihm aufzunehmen und glaubst du, dass er der beste Fußballer der Welt ist? Como hablar, buenas tardes. Claro que tengo sin ganas de jugar contra Ronaldo. Ya ha mostrado no solamente para nosotros, pero para todo el mundo que es sin uno de los mejores probadistas y ganó el Balón de Oro. Pero tengo que mirar no solamente Ronaldo, más también mi equipo. Así como Madrid cuenta con la vuelta de Ronaldo, también tenemos nuestras cualidades. Tenemos jugadores que están volviendo también y pueden nos ayudar también, como Julian y los otros. Natürlich freut man sich, wenn man gegen Cristiano Ronaldo antreten darf.
Ich glaube, er hat seine Fähigkeiten allen gezeigt, seinen Teamkollegen, seinen Gegnern, uns auch. Er ist völlig zu Recht auch Fußballer des Jahres, also Weltfußballer geworden. Und trotzdem ist Real Madrid eben nicht nur Cristiano Ronaldo. Ich denke, da gibt es auch noch andere gute Leute. Und gut, jetzt ist es für Sie natürlich umso besser, dass er zurückkehrt in die Mannschaft. Aber auch wir haben den einen oder anderen Rückkehrer. Und zum Beispiel Julian. Und insofern haben wir auch ein Wörtchen mitzureden morgen. Nächste Frage ist hier bei Jan Wochner und dann Jens Greinke und dann da hinten und dann Jesko von Eichmann. Frage an Klaas. Wie fieberst du diesem Spiel entgegen? Ich stelle mir vor, das ist so ein bisschen wie Heißhunger, der fast nicht zu stillen ist. Kommt das dem nahe? Ich habe nicht ganz klar verstanden, was du meinst. Meine Frage, wie du diesem Spiel entgegenfieberst. Das ist ja das Spiel des Jahres für Schalke. Und ich stelle mir vor, dass das so ein bisschen ist wie Heißhunger haben. Unbedingt essen wollen und gerade ist nichts greifbar. Kommt das dem nahe? Nein, ich denke, es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns natürlich. Wir sind weitergekommen in der Champions League. Das ist schon schön, aber dann fängt es an mit den echten schönen Spielen, Knockout. Also für uns ist es ein super Spiel. Wir können das genießen gegen eine Top-Mannschaft. Und wir wollen unsere Kämpfe angehen hier zu Hause erst und dann auswärts. Und so ist das. Klaas, para ti y para tus compañeros, me imagino un partido que ya se vive con muchísima tensión, ¿no? Con una especie de fiebre y el apetito de cara a este partido será grande, ¿no? Porque será también el partido del año para ti y para tu equipo. Claramente, pues es un partido muy importante para nosotros. Se trata de la Liga de Campeones. Seguimos en liza en esta competición y ahora, pues empieza la eliminatoria directa. Entonces, claro que es un partidazo para nosotros, un partidazo frente a un equipazo y tenemos la suerte de empezar en casa y luego ya veremos para la vuelta luego en Madrid. Jens Greinke ist der nächste. Herr Keller, meine Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung, versuchen Sie die Vorbereitung auf dieses Spiel in einer gewissen Geschäftsmäßigkeit zu absolvieren oder ist da doch eine gewisse Aufregung im Spiel auch? Nein, wir bereiten uns genauso vor wie auf jedes andere Spiel auch. Das ist genauso wichtig wie andere Spiele, die wir auch noch haben und deshalb machen wir das wie immer sehr akribisch. Wir bereiten die Mannschaft darauf vor, was sie morgen erwartet und also da gibt es jetzt keine andere Vorbereitung als in den sonstigen Spielen, die wir haben auch. Pregunta para el entrenador. ¿Es una preparación como siempre de cara a ese partido, como es habitual, o se siente una forma de excitación particular? No, todo como siempre, es un partido que tiene la misma importancia que otros partidos que también son importantes, y entonces la preparación es idéntica, es una preparación muy detallada y no cambia nada con respecto a otros partidos. Hier gehen gerade sehr viele Hände nach oben. Wenn ich alles richtig gesehen habe, ist der nächste Jesko von Eichmann, dann Moritz Leikam, dann Dirk Große-Schlamann, dann hier ein Kollege, Jens Tampi und dann hier. Also sechs, die nächsten sechs sind schon vergeben. Bitte schön. War ich ja schnell genug. Herr Keller, man beschäftigt sich ja vor solchen Spielen mit diesen Mannschaften und ich habe durchgeblättert die Aufstellung von Real Madrid. Da habe ich mich gefragt, ist das überhaupt noch Wettbewerb, den man da eingeht mit Mannschaften wie Real Madrid oder man kann auch Manchester City nehmen oder auch Barcelona oder Bayern München. Ich frage mich halt, ich lese mir das durch und denke so, wow, Respekt, was die in der Mannschaft haben. Aber dann frage ich mich, ist das noch Wettbewerb, den man eingeht? Ja, wir spielen im gleichen Wettbewerb. Sicherlich haben die andere finanzielle Möglichkeiten in England und Spanien. Aber man sieht, letztes Jahr ist Dortmund es auch gelungen, ins Finale zu kommen, Bayern München ins Finale zu kommen. Ich glaube, in der Bundesliga müssen wir uns nicht verstecken. Nichtsdestotrotz hat Real Madrid natürlich eine unglaubliche Mannschaft. Ja. Aber wir sind auch nicht so schlecht und deshalb werden wir morgen Vollgas geben. Und wir brauchen natürlich eine konzentrierte Mannschaftsleistung. Es geht nur über das Kollektiv und da probieren wir morgen natürlich 100% rauszuholen. Señor Keller, cuando se estudia al rival, la alineación que puede estar mañana en el campo, ¿todavía se le puede llamar competición esto? Cuando se ve al Real Madrid, esta potencia, como también la hay en el Manchester City, en el Barça, en el Bayern Múnich, porque
bueno, con todo el respeto, se dice es impresionante, ¿no? Que es para usted algo todavía que tiene que ver con una competición o una competencia normal. Pues sí, estamos jugando la Liga de Campeones, entonces hay equipazos, lógicamente, unos con grandes medios económicos, como es el caso en Inglaterra y en España, con algunos equipos. Eso no quitó que el año pasado la final alcanzaron Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, ¿no? Entonces, nosotros tampoco tenemos por qué escondernos. Está claro que el Real Madrid tiene un equipo increíble, pero nosotros tampoco somos malos, y mañana pues habrá que jugar a todo meter, con la máxima concentración y con una gran prestación colectiva, y tendremos que estar al 100%. Okay, sorry, einen habe ich übersehen in der Reihenfolge, und zwar den Herrn ganz hinten in der einmal. Ja, zwei Fragen dürfen wir auf Holländisch stellen, nicht mehr bitte, okay? Vielleicht einmal kurz auf das Mikrofon warten. Klaas-Jan, ben je 100% fit weer helemaal na je blessure? Je hebt gescoord, het ziet er allemaal goed uit. Ben je 100%? Ja, ik ben fit. Dus ik heb 5,5 maand gerevalideerd, zoals iedereen weet. Daarna weer begonnen met trainen. En ik moet zeggen, eerste wedstrijd ging heel erg goed. Dat voelde ik me heel erg fit. Die tweede en derde was iets minder. Maar het is normaal als je een tijdje eruit bent geweest, dat je dan dat je dat even voelt. Maar ik moet zeggen, de laatste tijd gaat het weer heerlijk. Wat zijn voor je de kansen die jullie hebben tegen Real? Ongetwijfeld de favoriet? Nou ja, we spelen eerst thuis. Dus we willen thuis gewoon laten zien wat we kunnen. We willen het gevecht aangaan. En dan hebben we daarna weer een uitwedstrijd tegen Real. En zo zien we het ook. We gaan gewoon eerst deze wedstrijd aan. En we geven gewoon alles. 100% die wij hebben. En dan zien we wel wat eruit komt. Nee, sorry, nur zwei Fragen auf Holländisch, weil sonst kann Ihnen hier keiner folgen, also keine Privatkonversation. Nächstes Moritz Leikamp hier vorne. Hier, sorry. Die Frage geht an Klaas-Jan Huntelaar. Wie wichtig ist es denn für dich, dass auch Kevin Prince-Boateng einen richtig guten Tag erwischt und dich mit Bällen und Vorlagen füttert? Es ist ganz wichtig, dass wir alle einen guten Tag haben. Und auch Kevin, auch ich, auch Santana, alle. Also wenn wir mit alle und mit 100% Leidenschaft und Wille dieses Spiel angehen, dann können wir das jedes Gegner schwer machen und auch Real zu Hause. Klaas, ¿cuánta importancia tiene el hecho de que Kevin esté mañana también al máximo de sus posibilidades para darte balones y pases buenos? Todos tenemos que estar en un buen día mañana. Kevin, yo, Santana, todos tenemos que estar al 100%, y si ponemos esta cantidad 100% de pasión y de voluntad, podemos complicarle la vida a cualquier equipo, incluso al Real Madrid. Nächste Frage ist bei dir, große Schlamann. Nee, hier vorne bei dir, große Schlamann. Wir haben noch eine lange Liste, Jesko. Herr Keller, Sie waren beim Pokalspiel von Real Madrid. Was hat denn Ihre Spionageaktion gebracht? Haben Sie die Lösung, wie man gegen diese Übermannschaft spielt? Alle Hurra nach vorne oder lieber alle Hurra nach hinten? Ja, da hatten sie auch einen ganz schlechten Tag erwischt. 13-0 gewonnen gegen Atletico Madrid. Nein, da hat man die Qualität gesehen. Sie sind hinten sehr kompakt gestanden, sehr aggressiv gespielt. Natürlich war es auch ein Derby, was ganz Besonderes ist. Aber nach vorne dann drei Tore, die individuelle Qualität. Man hat viel gesehen und wir probieren natürlich da, wo man Schwächen, sofern Real die Schwächen hat, dass wir da reinstoßen und dass sich die Mannschaft darauf vorbereite. Aber wie gesagt, entscheidend ist, dass wir im Kollektiv morgen jeder seine Leistung abruft. Und dann wird es auch nicht so einfach, haben wir die letzten Wochen gesehen, gegen uns auch ein Tor zu machen. Und das muss das große Ziel sein, dass wir konzentriert als Mannschaft funktionieren. Spielt man da eher offensiver, um diese Mannschaft zu beschäftigen? Oder sagt man doch, wir müssen gucken, dass wir erstmal kein Tor hinten kassieren? Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, wir dürfen vor allem nicht ohne Mut spielen. Ja? Nicht nur hinterher. Aber wenn man, glaube ich, Real Platz gibt, vor allem in der Offensive mit ihren wahnsinnig schnellen Spielern, wird es unheimlich schwer. Und deshalb ist es sicherlich so, dass wir versuchen, aus einer kompakten Abwehr heraus zu spielen und dann aber auch immer wieder mutig nachgehen, mutig die Räume vorne dann zustellen. Also ich denke, das muss eine gute Mischung sein. Jens Keller, usted
observó a Real Madrid en la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid y cuáles fueron sus conclusiones en fases en las que juegan con todos arriba, luego todos atrás. Bueno, en cualquier caso vi un 3-0 y un equipo que salió, sí, compacto, digamos, hacia, en los movimientos hacia atrás, pero fue también un derbi y entonces con ataques siempre peligrosos hacia arriba, un equipo que se impone precisamente en la delantera con la clase individual de sus jugadores. Entonces, las pocas y muy eventuales flaquezas que puede haber también en un equipo como el Real Madrid, pues a intentar aprovecharlas, preparar el equipo en consecuencia y luego lo determinante para nosotros será, digamos, la actuación colectiva, ¿no? También mostramos, digamos, en los últimos partidos que es muy difícil que los adversarios nos metan goles, entonces esa concentración también habrá que demostrar mañana. Y la solución entonces, hay que arriesgarse un poco o jugar más metido en defensa. Como dije antes, hay que poner ánimo, coraje en nuestro juego. Lo importante será no dejarles espacio porque con su fuerza, con su pegada, pues nos castigarían inmediatamente. Entonces, compactos, pero otra vez con el coraje necesario y que tengamos un poco una buena mezcla, un buen equilibrio entre nuestras fases de ataque y de defensa. Nächste Frage hier. Nee, da. Ja. Buenas, José Luis Guerrero para el diario AS. Una pregunta para el técnico. Se habla mucho de Draxler. Quería saber si bueno, está manejando la posibilidad de que juegue de titular y si puede ser un buen escaparate para él, ¿no? Porque se habla de un futbolista que pueden pagar 45 millones de euros por él y el Madrid suele fichar jugadores por esas cantidades. Eine Frage für den Trainer. Wie sieht es um die Startelf-Chancen von Julian Draxler aus? Ich meine, ist dieser Wettbewerb auch ein schönes Schaufenster, wenn man jetzt hört, dass Vereine bereit sein sollen, 45 Millionen für ihn auf den Tisch zu legen. Real Madrid ist auch so ein Verein, der gerne sich in solchen Summen, in solchen Rahmen bewegt. Was ist Ihre Meinung dazu? Hier geht es nicht darum, dass wir Spieler in ein Schaufenster stellen. Das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Hier geht es darum, dass der Spieler fit ist und wenn Julian war lange verletzt jetzt, hat 30 Minuten gespielt und wir müssen jetzt mal schauen, er hat jetzt wieder 3 Tage trainiert, wie er sich fühlt und dann entscheiden wir, ob er an der Startelf steht oder nicht. Aber hier geht es nicht darum, dass wir Spieler von uns in Schaufenster stellen, sondern hier geht es darum, dass wir erfolgreich Fußball spielen und das mit der bestmöglichen Mannschaft. Aquí no se trata de poner a ningún jugador en un escaparate, ¿no? No es para nada nuestra intención. Lo que sí importa es que esté bien físicamente, Julián. Jugó 30 minutos el viernes, ahora estuvo 3 días entrenando y es esto, ¿no? Lo que importa, ¿no? Que decidiremos mañana según sus propias sensaciones, como él se sienta. Y otra vez, no se trata de poner a nadie o de tener un escaparate con esta competición, simplemente se trata de poner en el campo, de alinear al mejor equipo posible con las mayores posibilidades de éxito deportivo, nada más. Hier vorne ist die nächste Frage. Eine Frage für Klaas-Jan Huntelaar. Klaas-Jan, da bist du noch immer stolz für Real Madrid gespielt zu haben, vielleicht der größte Verein in der Welt. Und was ist die schönste Erinnerung von der Zeit am Madrid? Ja, Madrid ist ein super Club, denke ich. Alles sieht super aus, von Platz bis Stadion, Trainingslager, so, das ist alles schön. Und war eine gute Zeit, da zu sein, für mich. Ab jetzt spiele ich bei Schalke, so konzentriere mich auf Schalke und auf das Spiel morgen gegen Madrid. Und ich habe richtig, richtig Bock drauf, um zu spielen für Schalke. Pues nada, un gran club, ¿no? Con una gran ciudad deportiva, un gran estadio y un muy buen equipo. Y para mí fue una época muy buena, ¿no? Entonces, estos son cosas de antes. Ahora estoy en el Schalke, me centro en mi equipo, en el partido de mañana contra precisamente el Real Madrid y ya está. So, wir kommen. Es gibt
zur Schlussrunde der Fragen. 5 Meldungen habe ich gesehen. Wir fangen an bei Jens Tampier, dann Jesko von Eichmann, Uwe Dietz, Claudio Luciani und Moritz Leikamp waren die 5. Ja, Herr Keller, Sie haben gerade gesagt, Sie halten Real Madrid nach Bayern München vielleicht für die derzeit beste Mannschaft. Jetzt haben Sie ja beide Mannschaften, die beste und die zweitbeste, innerhalb einer Woche. Wenn man auf Ihre letzten Ergebnisse schaut, dann sieht das ja so aus, als wenn Sie in Topform jetzt sind. Also haben die Mannschaft direkt auf dieses Ereignis hin in Topform geführt. Würden Sie das auch so übernehmen, dass man diesen Begriff Topform dieser Mannschaft im Moment wählen kann? Ich habe die Mannschaft nicht aufgrund dieses Spieles zur Topform hin arbeiten lassen, sondern es ging bei uns oder geht um die Bundesliga und wir sind sicher sehr, sehr gut drauf. Es zeigen auch die Ergebnisse, aber nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, und sicher ist die Mannschaft auch gut drauf. Nichtsdestotrotz ist natürlich Real Madrid nochmal eine andere Hausnummer, aber wie ich es auch gerade schon gesagt habe, wir werden konzentriert in das Spiel gehen und werden es versuchen, hier erfolgreich zu gestalten. Jens Keller, ahora que llegan las dos citas muy importantes de la temporada con el Real Madrid mañana y el Bayern Múnich el próximo fin de semana, ¿podría decirse que el Schalke con los últimos resultados se encuentra en un gran momento de forma, ¿no? ¿Lo confirmaría? Sí, pero no diría que digamos, hemos llegado precisamente a esta forma para poder medirnos con estos rivales. Es cosa del calendario, pero es cierto que en la Bundesliga estamos cosechando buenos resultados, y no solo son los resultados, sino también la manera, ¿no? El cómo llevamos esos partidos, el equipo está bien. Lo que pasa es que, claro, ahora con el Real Madrid es otra categoría de equipo, pero lo dicho, ¿no? A abordar, a preparar este partido con la máxima concentración y con ganas de tener éxito. Jetzt kommt Eichmann, der Nächste. Da Herr Buschmann heute so zurückhaltend war, frage ich jetzt nochmal nach dem Personal. Wie sieht es denn mit Heiko Buschmann, mit Benedikt... Können Sie spielen morgen? Mit Benedikt Höwedes aus. Kann der, ist der morgen fit genug, um... Cristiano Ronaldo zu stoppen? Also ich denke mal, Herr Buschmann, Sie sind nicht fit genug, oder? Das zu machen. Geht? Okay. Ja, da muss man jetzt sehen. Er hat jetzt wieder voll mittrainiert. Auch da müssen wir heute nochmal das Abschlusstraining abwarten. Und dann schauen wir mal, ob er fit ist, dass er morgen dabei sein kann. Eine Frage in cuanto a la plantilla, in cuanto a Benedikt Höwedes, ¿es posible que juegue mañana y que tape, que sea el jugador que se oponga a Cristiano Ronaldo en el campo? El señor Buschmann, por cierto, no va a estar en el equipo, no va a ser alineado. Entrenó, Benedikt entrenó, y a ver cómo le va en la última sesión de entrenamiento, ¿no? Ya veremos. Uwe Dietz, der nächste. Herr Klein, man sieht ja, was hier los ist. Ich habe, glaube ich, bei 20 Kamerateams aufgehört zu zählen. Es sind wahrscheinlich an die 30. Das gesamte Umfeld spricht im Prinzip eigentlich über nichts anderes mehr als über dieses Spiel morgen Abend. Können Sie als Trainer, als verantwortlicher Trainer dann sagen, das ist ein völlig normales Fußballspiel für uns, wenn man gegen den berühmtesten Verein der Welt spielt? Das habe ich ja vorher schon gesagt. Wir freuen uns auf das Spiel und es ist sicherlich ein außergewöhnliches Fußballspiel. Nichtsdestotrotz werde ich die Mannschaft genauso darauf vorbereiten wie auf ein anderes Fußballspiel auch. Ja, da gibt es jetzt keine Zaubereien und wir werden keinen Voodoo-Beauftragten holen, der irgendwas Besonderes macht, sondern wir konzentrieren uns ganz genauso wie auf die anderen Spiele auch. Dass das was ganz Besonderes ist, denke ich, das sieht man hier und das merkt man schon die ganze Woche an der Stimmung rundherum. Cuando miramos un poco aquí el paisaje como está, con tantos equipos de división, creo que conté hasta 20, esto atestigua el carácter, digamos, excepcional, ¿no?, del encuentro de mañana. Entonces, ¿cómo puede hablarse de un partido, cómo se puede vender ese partido como siendo un partido normal cuando se juega frente al equipo más famoso del mundo, ¿no? Debe haber una gran alegría, una gran ilusión, ¿no?
claramente es un duelo particular. Lo que pasa que nosotros, en nuestra concentración, en nuestra preparación, pues no hay ningún tipo de magia de vudú o no hay ningún truco. La preparación es idéntica a la de otros partidos. La hacemos de la forma más natural y más normal del mundo. Lo que pasa que, claro, se nota sin lugar a dudas que en el entorno pues el ambiente es especial, ¿no? Que es particular y por algo será. Claudio Luciani, die vorletzte Frage. Una pregunta para Felipe Santana, aber auf Deutsch. Das Spiel gegen Dortmund letztes Jahr, Real Madrid 4-1 für Dortmund, wurde gewonnen. Ist das ein Abend, der wahrscheinlich einzigartig war seinerzeit, oder kann man aus so einem Spiel auch lernen, Real ist schlagbar? La pregunta para Santana. El año pasado militaste en el Dortmund y ganaste en semis 4-1 frente al Real Madrid. Entonces, esto fue una noche extraordinaria, pero que también tiene un mensaje, ¿no? El mensaje de que el Madrid sí es un equipo batible. ¿Auf Deutsch oder Spanisch? Spanisch, der Übersetzer für dich. Claro que sí, fue una noche especial. Una noche donde el delantero de nosotros hizo 4 goles. Y yo espero que el mío ahora también pueda hacer 4. No. Pasa que fue una situación distinta. Una noche donde todo andó bien. Y sí, podemos ahí mostrar a todo el mundo que Madrid es un equipo que puede fallar también. Y prueba de eso fueron no solamente esa noche, pero en toda la competición, en los enfrentamientos que tuvimos con Madrid, todos andamos muy bien. Ja, es war sicherlich ein besonderer Abend. Wir hatten da bei uns in der Mannschaft einen Stürmer, der hat gleich einen Viererpack besorgt. Und das wünsche ich mir natürlich morgen von meinem Teamkollegen, morgen im Sturm. Das wäre schön. Aber ja, es ist in der Tat alles gut gelaufen an dem Abend. Einfach ein perfekter Abend. Und das hat natürlich gezeigt, wie Sie sagen, dass auch eine Mannschaft wie Real Madrid mal versagen kann, mal verlieren kann. Und es war sicherlich damals nicht ihr Abend. Und überhaupt muss ich sehen, mit meiner ehemaligen Mannschaft, da haben wir doch in allen Partien, die wir gegen Real Madrid bestritten haben, gut ausgesehen insgesamt. So, und die letzte Frage von Moritz Leikamp. Frage an Jens Keller. Real hat bei Spielen auf deutschem Boden eine richtig schwarze Serie, nur einen Sieg in den letzten 25 Spielen. Sie können jetzt diese Tradition fortsetzen. Kann man das auch nutzen, um der Mannschaft Mut zu machen, dass man sagt, guckt euch an, die haben auch in der Vergangenheit hier schon ein paar Mal nichts geholt? Schauen wir doch, dass wir die Tradition fortsetzen. Gar keine Frage, ist das was, wo man mit in die Besprechung einfließen lässt. Aber jedes Spiel muss gespielt werden. Schönes Phrasenschwein jetzt hier, ein paar Euro. Ja, so ist es. Real hat eine, wie ich gesagt habe, eine Top-Mannschaft und wir müssen eine Top-Leistung bringen, um da bestehen zu können. Wir sind in der Lage dazu und so werden wir das Spiel morgen angehen.